Hallo und herzlich willkommen bei Boxerlos Garage. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht endlich los mit der Heckpartie vom VW-Bus, wie ich euch im letzten Video schon erklärt habe. Wir machen uns jetzt daran, hinten erstmal die Luftleitbleche alle abzuschrauben, weil die sind komplett marode und die müssen runter. Und dann werden wir uns an den Motorraum begeben und den entrosten. Also, los geht's. Also diese Bleche, die haben es eindeutig hinter sich. Die habe ich natürlich jetzt alle raus. Problematisch ist, dass der Rost sich hier schon hier in die Spritzwand reingearbeitet hat. Und da vorne sogar ans Chassis ein bisschen dran gegangen ist. Ich werde jetzt alles hier mal säubern und soweit das kaputte Blech rausnehmen, was sowieso raus muss. Und dann werden wir schauen, was am Ende übrig bleibt. Ich habe jetzt schon einigen Rost entfernt. Problematisch ist, dass die Spritzwand hier sehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist und sich das bis an die Holme durchfrisst. Und das Problem ist, ich will jetzt nicht tausende Baustellen anfangen, denn dieses Seitenteil muss noch ein bisschen angepasst werden. Das ist auch noch nicht ganz fertig. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, werde ich erstmal das in Ruhe zu Ende schweißen. Das mache ich jetzt in die Tage ohne die Kamera. Aber wir werden jetzt schon mal das ganze Auto hinten hochnehmen und werden dann Paletten unter den Querholm legen, damit wir hier komplett das ganze Chassis und alles in der Luft kriegen. Und dann werden wir hier die Axt schwingen, die Achsen, die Räder und so alles rausnehmen, weil ich weiß nicht, wie krass die Holme und alles angegriffen sind. Und ich werde sowieso alles einmal tauschen, denn der ganze Unterbodenschutz, den der Vorbesitzer da drauf geknallt hat, war totaler Blödsinn. Da ist nur ein Gammeln drunter. Deswegen werde ich auch meine ganzen Axtschwingen und meine ganzen Axtteile und so nehmen. Und wir werden jetzt erstmal hinten alles losmachen und werden dann, wenn die Achse alles raus ist, können wir dann anfangen, hinten durchzuschweißen. You all about my business, yeah. I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness, man? Trying to get a piece once I'm getting all this world. Nah, you don't need to get involved, no, no. You don't need to get involved, no, no. Now you trying to get involved, no, no. You don't need to get involved, no. Why you trying to get involved, no, no. You were never about the squad, no, no. You don't need to get involved. You must be crazy, I've been working till the day's end. Like why you hating? I've been doing this for years straight. All 7 days, keep the practice till they fear Jay. That's on the way, flow is mean, but I'm... Einige Tage später, wie ihr sehen könnt, der Bus ist aufgebockt. Achsschwingen sind draußen, die musste ich ausbauen, weil die waren hinüber. Ich habe schon einen ganzen Teil ohne Kamera in den letzten Tagen gemacht, weil es war wirklich sehr viel Arbeit. Und das wollte ich euch einfach ersparen. Deswegen fangen wir jetzt erst einmal an bezüglich den Achsschwingen. Die Achsschwingen sitzen ja normalerweise an diesen zwei Punkten. Der Dämpfer sitzt hier oben. Wenn ihr diese mal ausbauen müsst, gibt es da einen kleinen Trick. Ihr löst diese hier. Sollte die Achsschwinge dann von selber runtergehen, dann habt ihr gewonnen. Bei mir war es nicht so. Ich musste die runterdrücken und dann wisst ihr, ganz genau, hier sitzt normalerweise die Schraube, die das zusammenhält, da auch. Und diese Schraube sitzt in der Hülse. Und wenn das festgerostet ist, dann sage ich euch, könnt ihr die Achsschwingen in die Tonne kloppen. Zu 90%. Denn ihr müsst hier und hier flexen. Hier kommt ihr dran, hier kommt ihr aber nicht dran, weil die Schwinge bis hier geht. Sprich, ihr müsst die Schwinge hier abcutten. Und dann könnt ihr erst hier dran. Ich werde ein paar Bilder jetzt einblenden, in der ich euch dann zeige, wie ich das gemacht habe und wie die Teile jetzt ausschauen. Also ihr seht, ihr müsst wirklich die Achsschwinge dann kaputt machen. Ist leider nicht so gut.
Ich habe ja noch ein paar Axtschwingen, deswegen ist es halb so wild. Aber so eine Axtschwinge, die kostet mal eben locker 150 Euro gebraucht. Wenn ihr eine gut haben wollt, seid ihr mit 200 Euro bedient. Das ist nun mal so. Ich hatte noch eine, deswegen ging es bei mir noch so gerade eben gut. Ich habe gesagt, okay, ich übernehme. Weitere Baustelle ist hier der Motorraum. Für gewöhnlich sitzt hier eine Spritzwand. Werde ich auch ein Bild einblenden. Und ihr könnt es genau sehen, die ist komplett weg. Denn wir hatten hier überall Rost sitzen. Habe ich schon einmal grob sauber gemacht. Jetzt werden wir uns damit beschäftigen. Wir werden hier einmal komplett alles mit der Drahtbürste nochmal fein säubern. Dann kommt hier ein Rostumwandler drauf, Epoxy Brunox, bin ich super zufrieden mit. Und dann nehme ich als Deckschicht noch einmal Branto Corux, das ist ein 3 in 1. Das ist ein Rostumwandler, eine Grundierung und, ein Lack in einem. Eigentlich reicht es, wenn ich den drauf habe, aber das Branto Corux habe ich selber noch nicht viel benutzt. Deswegen nehme ich das Epoxy Brunox, weil bei dem Epoxy Brunox weiß ich, wenn ich das drauf mache, dass da eine Reaktion ist und das kann ich farblich sehen, weil das wird dann lila. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich lieber doppelt und dann habe ich damit dann keine Probleme mehr. Ich würde sagen, los geht's. Wir werden jetzt einmal alles säubern und versiegeln. It's so much more than dope beats and if you're rapping nice. Music's forever, want this bumping in my afterlife. Rappers make a meal with the flow, not even half as nice. I guess that's the game though, never gonna change bro. People hit me like you different, sorry you're the same ho. Changing up the same flow, you're right, I'm feeling different. They complain about the game, just work hard and quit your bitching. That's the mission, visionary mindset coming through. Once I make it big, I got the whole team coming too. Always on to something new, this dream is what I'm running to. My initials tell your fate, because J will always and everything is going my way. Girl got the ass and she going my place. Rapping 603 and you know it's my state. Got some cash coming in, need to double my pay. Ole. Why you all about my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, trying to get a piece once I'm getting all this world. No, you don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. Ich habe soweit die erste Seite komplett entrostet und auch schon eingeschmiert mit Brunox. Die zweite Seite werde ich die Tage machen, da habe ich jetzt schon ein bisschen geschliffen, aber noch kein Brunox drauf. Ich zeige euch das jetzt einmal. Man sieht jetzt schon sehr, sehr gut, dass hier, wo es so richtig schön dunkel ist, leider sieht man das wegen dem Licht jetzt nicht so gut, da ist sehr, sehr dunkel, lilafarben, hat das Brunox schon angefangen, den Rost rauszuziehen. Ich werde jetzt hier einen Tag warten und morgen dann das Ganze dann mit Branto Corux versiegeln. Des Weiteren habe ich hier angefangen, unten hinter der Innenspitze hier alles sauber zu machen. Denn wie man hier sehen kann, habe ich hier schon ein Loch rausgeschnitten. Das werden wir morgen auch komplett schweißen, dass das hier wieder zu ist. Anschließend werden wir hier dieses kleine Loch zuschweißen. Man sieht hier, dass ich hier doch schon sehr großräumig freilegen musste. Und dass hier sehr viel Rost dran war. Das Problem war jetzt, werde ich die Bleche komplett tauschen oder nicht? Denn im Endeffekt ist an dem Heckblech bis auf diese Stelle hier und die gleiche Stelle auf der anderen Seite nicht großartig viel dran. Also wäre es Blödsinn, für zwei kleine Rostlöcher dieses ganze Teil zu tauschen. Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen habe ich mich entschlossen, okay, werden wir hier mit dem Dremel vorsichtig raustrennen und ein Blech wieder einsetzen. Gleichzeitig habe ich hier alle Fugen komplett freigelegt, entrostet und auch mit Brunox eingeschmiert und werde das dann später, wenn das Branto Corux da drauf ist, dann überlegen, ob wir hier noch ein bisschen Steinschlagschutz wieder neu machen, weil der Reifen, der hier später so sitzen wird, hier immer in die Ecke reinschleudert. Und deswegen hat man hier auch immer diesen großen Rost. Ja, ist viel Gelaber in diesem Video, ich weiß, aber ich will euch das von klein auf zeigen, für die Leute, die eventuell Interesse haben, das selber mal zu machen.
Wie man wahrscheinlich schon wieder an meinem Gesicht sehen kann, ist das wirklich eine sehr schmierige, dreckige Angelegenheit und da müsst ihr wirklich sehr viel Zeit mitbringen. Ich bin jetzt mit diesem Teil hier schon locker anderthalb Wochen dran. Deswegen wird es auch höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten immer so kommen, dass ich wahrscheinlich nur alle zwei Wochen ein Video hochladen kann, weil einfach so viel zu tun ist, dass man es A in ein Video nicht reinkriegen würde und B komme ich sonst nicht voran, wenn ich zwischenzeitlich immer noch ein Video schneiden würde. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer mit den Abständen, das kann ich leider jetzt nicht ändern. Aber wir sehen uns morgen wieder, dann werden wir den Rest einschweißen. So, das Blech ist drin, der Träger einmal schön mit Brandtokorox eingejaucht, dass auch alles wieder versiegelt ist. Die andere Seite mache ich ohne Kamera, das erspare ich euch. Im nächsten Video geht es dann mit der Spritzwand weiter. Wir werden uns da sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, da lasst ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne sage ich wieder Peace und bis zum nächsten Mal. Ciao.